ob diese Herrschaften sich wohl Gedanken darüber machen, wie es sein kann, dass man sich von Handy zu Handy unterhalten kann oder Musik aus dem Radio ertönt. Warum sollten sie auch? Es sind mehr als 100 Jahre vergangen. Genau im Jahre 1889, als Professor Heinrich Hertz mit seinen Versuchen beweisen wollte, dass die von einer Funkenstrecke in den Raum gesandte Energie an einem fernen Punkt wieder eingefangen werden kann. Eine Drahtschlaufe in die Nähe des Funkeninduktors gebracht, sollte den Beweis erbringen. Man musste den Raum schon etwas abdunkeln und eine Lupe nehmen, um den Beweis zu erkennen. Es war die Sensation. Obwohl viele Wissenschaftler der damaligen Zeit die Beschäftigung mit den elektromagnetischen Wellen als nutzlose Spielerei abgetan haben. Professor Hertz konnte seine Versuche nicht mehr groß ausbauen. Er starb 1894 im Alter von 34 Jahren. 1895 in Italien, in Bologna, Guglielmo Marconi war damals nicht mehr als ein bastelfreudiger Student, der mit den bekannten Versuchen der Hertzschen Funkwellen, dem Branleyschen Coherer und der Popovschen Luftleitung, der Antenne, einen ersten praktischen Erfolg erzielte. Der Coherer besteht aus einer Glasröhre, die an beiden Enden mit einer Metallscheibe abgeschlossen ist, zwischen denen sich Eisenfallspäne befinden. Schließt man diesen auch Fritter, Wellenanzeiger oder Detektor genannt, in einen Stromkreis und verbindet die eine Seite mit der Antenne, die andere Seite mit der Erdleitung, so werden die Fallspäne leitend, sobald elektromagnetische Wellen auftreten. Mit dem Klöppel der Schelle werden die Späne wieder in ihren ursprünglichen hohen Widerstand gebracht, sodass kein Strom fließt. Im Jahr 1897 finden Marconis Versuche beim englischen Telegrafenwesen große Unterstützung. In Italien dagegen hatte man keine Verwendung für diese Spielerei. Marconi, dessen Genialität und unermüdliche Arbeitskraft, hat als erster die technischen Schwierigkeiten in Anordnung der Apparate und deren Schaltungsweisen überwunden. In den nächsten Jahren wurden die Geräte immer leistungsfähiger und die Versuche immer erfolgreicher. Einen schon bekannten Morseschreiber konnte man über ein Relais anschließen. So wurde das ständige Mithören überflüssig. Diese Geräte sind seit 1844 im Gebrauch und entwickelten sich zu technischen Kunstwerken. Während dieser Zeit sendete man unkontrolliert Radiowellen in kurzen Stößen in den Raum. Und die Empfänger reagierten ebenso unkontrolliert auf die ankommenden Signale. 1898 verlegte Professor Ferdinand Braun den von ihm erdachten Schwingkreis in die Funkenstrecke und koppelte ihn mit der Antenne. Dazu kam die Löschfunkenstrecke mit der kurzen Funkenbildung. Sie erzeugte im Empfänger einen gut hörbaren Ton. Diese Erneuerungen brachten für die Sender eine beachtlich größere Reichweite und sie ließen sich besser auf eine bestimmte Wellenlänge abstimmen. Bei Poldhu in Cornwall in England wird eine große Sendestation gebaut. Marconi plant, mit Funkwellen den Ozean zu überbrücken. Am 27. November 1901 schifft sich Marconi mit seinen Helfern von England nach Neufundland über. Über Kabel wird der Buchstabe S vereinbart. Am 1. Dezember war es dann soweit. Sturm und Regen konnten diesen ehrgeizigen Versuch nicht verhindern. Gegen 12 Uhr gab Marconi den Hörer plötzlich an seinen Helfer ab und der Krachen der atmosphärischen Störungen dann dreimal ein kurzes Zirpen. Wieder dreimal ein kurzes Zirpen. Der Ozean war übersprungen. Ein Triumph für Marconi. Marconi wurde ein vermögender Mann. Seine Gesellschaft errang eine einmalige Monopolstellung.
Solcherlei Erfolge blieben natürlich dem deutschen Kaiser Wilhelm II. Nicht verborgen. So wurde 1903 in Berlin die Gesellschaft für drahtlose Telegrafie, Telefunken, gegründet. Für Deutschland war es nun Telefunken vorbehalten, die drahtlose Telegrafie für das drahtlose Fernsprechen nutzbar zu machen. Die Induktionsapparate sind für die drahtlose Fernsprechübertragung nicht zu benutzen. So mussten andere Geräte ersonnen werden. Der dänische Ingenieur Paulsen, der Erfinder der Bogenlampe, hat die theoretischen Vorbereitungen für eine Lampe mit kurzer Wellenausstrahlung geschaffen. Telefunken nahm diese Arbeit auf, mittels Lichtbogen ungedämpfte Hochfrequenzschwingungen zu erzeugen. Der Hochfrequenzgenerator zur Erzeugung des Lichtbogens. Dieses Modell verdeutlicht in etwa die Funktionsweise eines Lichtbogensenders. Nur mit dieser geringen Stromstärke kann der Versuch gezeigt werden. Bei einer höheren Stromstärke würde der Sender auf volle Leistung gehen und das würde der Umwelt nicht gut tun. Und die nachfolgende Selbstinduktion der Schwingkreise mit der Aufmodulation der Sprache durch das Mikrofon. Achtung, Achtung, dies ist ein Versuch. 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 Achtung, Achtung, dies ist die zu empfangende Hochfrequenz gelang von der Antenne über die Empfangsspule zur Erde. Der mit dem Drehkondensator abzustimmende Schwingkreis liefert seine Spannung zum Detektor. Der Detektor übernimmt die Gleichrichtung und leitet den tonfrequenten Strom zum Hörer. Der Kohörer ist für den Sprechfunk nicht geeignet. Bei Versuchen mit Kristallen wie Silizium oder Bleisulfid stellte man fest, dass diese die elektromagnetischen Wellen wirksamer gleichrichten. Und so wurde der Kohörer durch den Kristalldetektor ersetzt. Ein Vergleich mit dem Aufbau einer modernen Diode. Die Telefunkengesellschaft baut 1906 die erste Großfunkstation in Nauen, 40 Kilometer von Berlin. Zunächst mit einer Hochfrequenzleistung von 10 Kilowatt, die sich von Jahr zu Jahr steigert. 1912 erreicht die Antennenenergie 80 Kilowatt und der Antennenmast eine Höhe von 200 Meter. Es sind große Maschinenräume, die man während des Telegrafierens nur mit Schutzbrille betreten durfte. Die sich entladende Energie erzeugt ein donnerndes Trommelfeuer. Es bestand sogar Lebensgefahr. 1907 wird von Telefunken der Großsender Norddeich errichtet. Damit begann der Kampf um das Monopol der Marconi-Gesellschaft. Telefunken rüstet 1908 deutsche Passagier- und Handelsschiffe mit Funkentelegrafie aus, was bisher nur der Marconi-Gesellschaft vorbehalten war. Ein Ereignis war beherrschend für das Jahr 1912, der Untergang der Titanic am 15. April. Am 15. Juli fand dann die zweite internationale Konferenz der Funktechnik in London statt, unter dem Namen Titanic-Konferenz. Angesichts der Katastrophe wurde gesetzlich der Einbau einer Funkanlage in alle Handels- und Passagierdampfer vorgeschrieben. Auch einigte man sich einheitlich auf das Notrufzeichen SOS. Es gelang auch eine gütliche Patentregelung zwischen der Marconi-Gesellschaft und Telefunken. Die Löschfunkensender und die Lichtbogensender bestehen einige Jahre nebeneinander. Aber nahtlos ging die Entwicklung in eine neue Technik über. Unabhängig voneinander experimentierten Wissenschaftler in verschiedenen Ländern mit einer sogenannten Glühkathodenröhre. Die erste brauchbare Verstärkerröhre von Robert von Lieben. In der Firma Telefunken erkannte man den Vorteil, den diese Röhre in Bezug auf die Telegrafie bringen konnte, und erwarb das Patent. Mit der Erfindung der Rückkopplung zur Erzeugung hochfrequenter Schwingungen
im Jahr 1913 war die einfachste Lösung gefunden, die Röhre in den Sendebetrieb einzusetzen. Die ersten Röhrensender werden in offener Bauweise errichtet und ähnelten im Aufbau den Funkensendern. Die Entwicklung ging dann nach einigen Jahren hin zur platzsparenden Schrankbauweise. Die Röhre tritt nicht so spektakulär auf wie ein Funkengenerator. Ein schlichter Glaskörper, innen ein feines Blechgebilde, nur der glühende Heizfaden zeigt, dass in diesem Glaskörper etwas geschieht. Und dieses Geheimnisvolle begleitet uns bis in die heutige Zeit. Die Verschiedenartigkeit der Röhren beruht auf ihren Verwendungszweck. Dementsprechend entstanden dann auch Rundfunkgeräte in verschiedenen Preisklassen. Das wiederum hemmte den Verkauf der Geräte. Zur damaligen Zeit war ein Radiogerät purer Luxus. Am 29. Oktober 1923 sendet die Berliner Funkstunde auf Welle 400 ihr erstes Abendprogramm. Ganz ohne Röhren und ohne Strom entwickelte sich der sogenannte Kristalldetektorempfänger zu einem beliebten Empfangsgerät. Der eigentliche Kristalldetektor musste oft neu eingestellt werden und hören konnte man nur mit Kopfhörer. Ein entscheidender Durchbruch war Manfred von Ardenne mit seiner Erfindung der Dreifachröhre 1922 geglückt. Der Preis der Rundfunkgeräte konnte auf dem europäischen Markt um ein Drittel gesenkt werden. Der erste Millionär in der Geschichte des deutschen Rundfunks wurde 1926 der Löwe Ortsempfänger OE 333 mit der berühmten Dreifachröhre bestückt. Diese Verkaufszahl bescherte den Rundfunkanstalten einen sprunghaften Anstieg der Hörerzahl. 1923 gab es 467 eingeschriebene Hörer und 1926 standen über 1 Million Radiogeräte in deutschen Stuben. Mit 2 Reichsmark Gebühr im Monat war man dabei. Die Radioröhre verdrängt den Detektorempfänger und der Lautsprecher den Kopfhörer. Langsam wurden Rundfunkgeräte zum Haushaltsgegenstand und das OE 333 von der technischen Entwicklung überholt. Die Empfänger arbeiten jetzt fast alle nach dem Überlagerungsprinzip, dem Superhit. Das brachte eine bedeutend bessere Empfangsqualität. Nach 1933 ändert sich das ganze Rundfunkwesen in Deutschland. Aber die Weiterentwicklung der Rundfunktechnik wird mit allen Mitteln gefördert. Der Rundfunk ist das Modernste und ich darf wohl auch sagen, das erfolgreichste Massenbeeinflussungsmittel. Die Goebbels-Schnauze, der deutsche Kleinempfänger, den gab es für 35 Reichsmark und den Volksempfänger VE 301 für 75 Reichsmark zu kaufen. Jede deutsche Familie sollte in der Lage sein, sich einen Rundfunkempfänger leisten zu können. Die Bauteile werden kleiner. Diese Universalröhre wird nach dem Krieg als sogenannte Wehrmachtsröhre gehandelt. Telefunken und Valvo erreichen Ende 1950 mit der Entwicklung diesen neuen Röhrentyps ihren höchsten Qualitätsstand, sodass die folgenden Rundfunkgeräte und Verstärker hiermit ausgerüstet werden. Eine wichtige Gruppe im Rahmen der Funkentelegrafie sollte man noch erwähnen: die Kurzwellenamateure. Schon 1905 wurden in England die ersten Lizenzen an experimentierfreudige Leute vergeben. Immer wieder erwiesen sie sich als Retter in höchster Not. In der technischen Entwicklung gibt es keinen Stillstand. Mit diesen Winzlingen, den Transistoren, erreicht man den gleichen Effekt, nämlich elektrische Ströme und Spannungen genau wie bei der Elektronenröhre zu verstärken. Ein weiterer Vorteil: geringerer Stromverbrauch und eine geringere Wärmeentwicklung. Es können kleinere Geräte gebaut werden.
Dieses kam natürlich auch der Sendetechnik zugute. Die modulare Bauweise hatte den Vorteil, die einzelnen Bausteine ließen sich noch platzsparender unterbringen. Ein weiterer Vorteil der Halbleiterbauelemente führte zu einer enorm höheren Sendeleistung bei deutlich gesenktem Stromverbrauch. Die weitere Entwicklung ist dann die integrierte Schaltung, das IC. Auf ein 2 Quadratmillimeter großes Siliziumblättchen sind mehr als 100 Transistoren, Widerstände und Kondensatoren zu einer betriebsbereiten Schaltung, zum Beispiel einem Verstärker, aufgebaut. Ein Höhepunkt in der Entwicklung der Funkentelefonie ist das Mobiltelefon, das Handy. Sender und Empfänger auf kleinstem Raum untergebracht. Ohne integrierte Schaltung gar nicht zu verwirklichen. Das Mikrofon fest integriert, ebenso der Hörer. Interessant, schaut man zum Vergleich 110 Jahre zurück. Und die Entwicklung geht immer weiter. Ich möchte die Verdienste und Errungenschaften der Männer der ersten Stunde der Telegrafie nach 115 Jahren mit diesem Film ins Bewusstsein zurückrufen. Und der schon in den Startlöchern stehenden nächsten Generation mit auf ihren Weg geben, es diesen Männern mit ihrem Forschungswillen einmal gleich zu tun.